Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio, hier mit Bob's Mods. Möglicherweise die letzte Folge in dieser Serie. Hier kommen unsere Wissenschaftsforschungspakete und alles, was wir in dieser Folge sicherstellen müssen, ist, dass wir kontinuierlich 240 Wissenschaftsfläschchen von jeder Farbe pro Minute produzieren können. Und wir haben lange auf das hingearbeitet und ich denke, die einzigen Farben, die hier ein Problem sein könnten, sind grün, pink und violett. Aber so wie es aussieht, haben wir hier für den Moment überall etwas aufgestaut, hier auf den Bändern. Hier wollten wir wahrscheinlich auch noch etwas Produktivitätsmodule mit reinpacken. Und die sind rar. Aber wenn wir hier Produktivität haben, können wir auch bei den anderen Flächen noch etwas nachhelfen mit Produktivität, denn hier haben wir keine drin. Und bei den pinken haben wir auch keine drin. Aber hier müssen wir zuerst mal abwarten, bis da ein paar von den Flächen weggeforscht werden, sodass wir hier wieder produzieren. Und dann ist natürlich auch eine Frage von den Eingangsmaterialien, dass wir die genügend schnell und in genügend großer Menge produzieren können, so dass unsere gesamte Maschinerie hier auf dieser Seite läuft und am Laufen bleibt. Denn dadurch können wir sicherstellen, dass wir genügend Flächen produzieren. Aber wie gesagt, da müssen wir erst abwarten, bis wir da wieder etwas verbraucht haben und mehr Flächen benötigt werden. Und möglicherweise, für diese Forschung werden keine violetten und pinken Flächen benötigt, dafür aber die Militärforschung. Möglicherweise müssen wir bei den, zumindest für diese grüne, diese Forschung bei den grünen Fläschchen zuerst nachsehen, wie es denn hier so abgeht. Die Batterien sind zu langsam, weil beispielsweise hier die letzte Chemiefabrik nicht läuft. Wir hier auch kein gelbes Band haben, weil dann sollte hier ein volles halbes Band rauskommen und das sollte es uns ermöglichen, diese Chemiefabriken auf eine schnellere Version abzudaten, sodass wir hier mehr Batterien durchbekommen. Alles andere sieht zumindest im Moment gut aus. Natürlich können wir dann auch hier Produktivitätsmodule reinpacken. Bevor wir das aber machen, wollen wir vielleicht auf bessere Maschinen upgraden, denn die haben mehr Modulplätze. Und das wird dann wahrscheinlich dazu führen, dass wir zu wenig Material haben, um alle Maschinen mit Material zu bestücken. Und hier sehen wir, hier können wir dann natürlich das noch auf Gelb updaten und das, dann müssten wir in der Lage sein, hier das
das auf Rot zu wechseln. Und dann sollten wir hier mehr Material haben, das bis oben durchkommt. Und dann haben wir hier auch mehr Batterien, die rauskommen. Was dazu führen sollte, dass irgendwann alle Maschinen am Laufen sind. Aber fürs Erste ist es ein Abwarten auf mehr Produktivitätsmodule. Die ich hier habe, die packe ich hier noch bei der blauen Forschung rein, denn dann haben wir hier alle Module mit drin, müssen uns nicht mehr darum kümmern und können uns den anderen Baustellen widmen. Etwas, was wir bisher überschaut haben bei unseren Bemühungen, möglichst viel Flächen zu produzieren, ist, wie viel Flächen verbrauchen wir denn überhaupt? Denn wenn wir weniger Flächen verbrauchen, als wir produzieren könnten, dann wird unsere Produktion stoppen, weil das Fließband voll ist. Und wir sehen somit gar nicht, wie viel Potenzial hätten wir überhaupt. Und wenn wir das anschauen und hier mal zu Fläschchen runterscrollen, mach das mal für die Minute, dann springen die nicht so. Dann sehen wir, hier sind wir wesentlich unterhalb von den 240 Fläschchen die Minute, die wir produzieren wollen. Das heißt, früher oder später würden sich die Fläschchen sowieso stauen. Und das heißt, wir brauchen hier ein etwas anderes Design. Und wir haben hier in all unseren Laboren Tempomodule, aber das reicht nicht aus. Drum denke ich, machen wir hier in der Mitte. All die brauche ich nicht mehr. Machen wir hier in der Mitte einen Beacon rein und der deckt alle Labore ab. Und wenn wir jetzt hier Geschwindigkeit reinmachen, dann sollte das einen merklichen Effekt auf all unsere Labore haben, vielleicht sogar in einem solchen Maß, dass unsere Greifarme dann zu langsam sind. Dann machen wir doch da zweimal ein Update. Und wenn wir jetzt schauen, wo stehen wir mit dem Verbrauch von den Flächen, da sehen wir, da sind wir bei 400, also eine wesentlich höhere Zahl als das, was wir produzieren wollen. Und das letztendlich ist unser Ziel. Wenn wir genügend schnell forschen, dann werden wir hier leere Bänder haben, so dass wir recht rasch hier feststellen können, wo müssen wir nachhelfen, dass wir auf unsere 240 Flächen Produktion kommen. Und ich bin immer noch dabei, da hinten bei den grünen Flächen die Produktivitätsmodule mit reinzupacken. Ich habe die Assembler, die Montagemaschinen abgedatet, so dass wir die sind mehr als doppelt so schnell als die roten, die wir ursprünglich hatten. Das heißt, wir brauchen im Prinzip nur die halbe Menge. Und wenn wir hier noch Produktivität reinpacken, umso besser. Aber es fehlt uns hier an Titan-Kugellagern, weil wir offenbar kein Schmiermittel haben. Und das kann nur an unserer Ölverarbeitung liegen. Und ich habe mir letztes Mal gedacht, wir haben ziemlich viel abgedatet
für unsere Produktion, für unsere Eingangsmaterialien. Aber das nächste, woran es scheitern wird, ist wahrscheinlich das Öl. Ja, hier haben wir nicht mehr allzu viel. Die Tanks hier sind leer. Und wenn wir hier schauen, das Ölfeld, das ist auch nicht mehr das, was es mal war. Und das nächste Ölfeld, das ist hier unten. Das heißt, vielleicht müssen wir. Ah, wir haben hier einen Stau. Das könnte Teil vom Problem sein. Falsche Signale gesetzt und schon haben wir einen Stau auf unserem Gleiswerk. Hoffentlich können wir das recht einfach beheben. Hier, ja, da brauchen wir ein solches Signal. Und wenn wir jetzt hier noch ein solches machen. Und dann das so. Ah, hier sollten wir vielleicht eine Zugsbeschränkung von einem Zug haben. Den schicken wir mal hier hoch. Er wird dann wieder den Weg zu einem Steinfeld finden. Aber das hier war das Problem, dass hier hinten ein Zug gestanden hat, der das Hauptgleis blockiert hat. Und damit sollte zumindest für den Moment unser Ölproblem und Schmiermittelproblem gelöst sein, aber wahrscheinlich nicht auf lange Dauer. Da müssen wir erstmal schauen, aber ich hoffe, wir müssen dort nicht updaten, bevor wir mit unseren Fläschchen fertig sind. Das heißt, nicht bevor diese Serie endet. Und wir werden hier weitermachen und da fleißig Module reinpacken, zumindest in die grünen Montagemaschinen. Jetzt, wo wir mit voller Geschwindigkeit forschen, habe ich auch hier die Förderbänder auf Rot abgedatet bis zu dem Punkt, wo die Bänder aufeinandertreffen. Und wenn ich hier mal auf die letzten 10 Minuten zurückschaue, dann haben wir immer wieder solche Wellen. Und hier sehen wir, dass wir im Schnitt unsere 240 reichen Rot, Blau, Militär, die Gelben, sogar die Grünen. Alles, was wir hier nicht sehen, sind die Pinken und die Violetten, denn von denen brauchen wir keine. Was hier etwas ins Stocken kommt und drum sehen wir eigentlich auch diese Wellenbewegung ist. Da, wo es runtergeht, da fehlt uns die Weltraumforschung. Und vielleicht brauchen wir einfach hier bei den Gelben ein bisschen mehr Speed, denn das ist das, was uns hier etwas fehlt. Aber mit denen sollten wir dann zurande kommen. Insbesondere da wir ja wissen, Gelb produzieren wir genug. Und wir müssen jetzt einfach warten, bis diese Forschung fertig ist.
Und dann die nächste, die hier, die hat wieder Pink und die lila Fläschchen mit drin. Und dann können wir auch hier noch die letzten Anpassungen machen. Und dann wissen wir, durchs Band können wir 240 Fläschchen die Minute produzieren. Das letzte Puzzleteil war hier unten bei unserer Rakete, wo wir sicherstellen mussten, dass wir hier auf allen Seiten genügend Materialien anlegen haben, so dass wir kontinuierlich Raketen in den Himmel schießen können. Und so wie das momentan läuft, ist, wenn das letzte Fläschchen hier aus dem Silo rausläuft, die nächste Rakete schon wieder zu 50% startklar. Und wenn wir hier die Produktion anschauen, für die letzten 10 Minuten hier, das ist der Verbrauch der Weltraumwissenschaftspakete. Und das ist, so glaube ich, der Flaschenhals bei der ganzen Forschung. Hier können wir sehen, da sind wir bei 320 Fläschchen die Minute. Das ist das sind 5 Fläschchen die Sekunde, die wir hier verbrauchen. Und wenn wir hier bei der Produktion schauen, da können wir auch sehen, da sind wir, die Fläschchen sind alle beisammen, und da sehen wir auch über 300 Fläschchen. Die Wissenschaftspakete, die fehlen hier irgendwo. Sind die hingekommen? Ah, die sind sogar bei 400 im Moment. Und damit haben wir unser Ziel erreicht von 240, beziehungsweise wir haben es sogar übertroffen. Und damit sind wir am Ende von dieser Serie. Und wenn alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, dann sind wir bereits übermorgen am 1. August wieder da mit einer neuen Factorio-Serie, allerdings auf Englisch dieses Mal. Und es wird so ein bisschen ein Mix sein zwischen dem, was wir hier versucht haben, mit möglichst viel Forschungsfläschchen rauszubekommen, und meiner letzten Serie, wo ich das Ganze versucht habe, ohne Förderbänder zu machen. Und ja, wenn ihr wissen wollt, worum es genau geht, schaut es euch einfach an. Also, bis dann und tschüss!